Herr Karls und Herr Miesfelder, die letzten guten 2 Minuten, die wir noch haben, der Streit in der Großen Koalition, wir haben ja alle dran teil. Wenn Sie mal so jetzt zurückschauen und sagen, ja, war ja nicht alles schlecht, was wir gemacht haben, die 6 Monate halten wir auch noch durch, kommen das Emotionen noch, dass Sie sagen, Gott sei Dank ist das jetzt langsam rum? Also ich habe ja nun 7 Jahre Rot-Grün erlebt. Das war auch nicht immer nur friedlich. Ich kenne keine Koalition, auch bei Schwarz-Gelb soll es ja früher mal gerumst haben. Im Ergebnis ist doch wichtig, dass was in der Krise jetzt für die Bürger bei rumkommt, dass was Vernünftiges passiert. Und ich glaube, das schafft diese Koalition, wenn man sich ansieht, dass eben Frau Merkel und Frank-Walter Steinmeier sich dahinstellen, in bestimmten Punkten dann doch immer wieder Einigkeiten finden. Frau Merkel es vielleicht schafft, sogar ihre eigene Fraktion davon zu überzeugen. Dann, glaube ich, kriegt man auch die 6. Monate nicht nur überbrückt, sondern kriegt auch noch Dinge hin, weil die Krise wird im Moment, und das gestehe ich jedem zu, der das sagt, schlimmer. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir die richtigen Entscheidungen fällen, und zwar nicht nur diese Woche, sondern in den kommenden Wochen auch bis zum Wahltag, weil auf Wahltermine nimmt keine Krise Rücksicht. Das ist wohl wahr. Und Herr Miesfelder, man hört es aber immer wieder, so kleine Kickse in die Richtung des Partners gibt es dann doch immer wieder. Also die kleinen Streitigkeiten werden uns erhalten bleiben. Wir wollen uns darüber nicht beschweren. Ja, das wird auch, werden auch die Wählerinnen und Wähler verkraften, weil Herr Kahrs hat ja schon deutlich gesagt, 7 Jahre Rot-Grün haben ihm nicht so gut gefallen wie 4 Jahre Große Koalition. Und das kann ich auch Das ist verstehen, sehr weil flexibel interpretiert. Ja, ich habe genau zugehört, was Sie gesagt haben. Ja. Ich kann das nur bestätigen, das sehe ich genauso wie Sie. Also die Große Koalition ist natürlich besser als Rot-Grün. Und wir haben ja auch sehr viel geschafft. Also wir waren bei der Haushaltskonsolidierung auf dem richtigen Weg. Und die Krise ist jetzt leider dazwischen gekommen. Jede Aber ich Koalition ist sage das und besser, man wenn kann ja man. darum, man kann ja nach besseren und noch mehr gutem streben. Und das heißt für mich Schwarz-Gelb und eine klare Absage an die Fortsetzung der Jede Großen Koalition. Immer Koalition. die Ko